Herzlich willkommen, meine Freunde, zum neuen Video auf meinem Kanal. Wir werden heute hier den Player of the Month von Hazard abschließen, hier live im Livestream und für euch, die es hier im Video sehen, natürlich danach. Ja, da gehen wir einfach mal darauf ein, was haben wir für den Hazard bezahlt? Wir haben 600.000 für ihn bezahlt. Ist natürlich schon sehr, sehr viel. Man muss sagen, ich hatte für 200.000 Sachen untauschbar oder rote Karten, dies, das halt, ne, wo ich halt nicht gebraucht habe. Ist natürlich schon eine Stange Geld, aber man bekommt hier auch sehr, sehr gute Packs, auch ein 100k-Pack dabei. Schauen wir mal, vielleicht haben wir ja Glück und ziehen was Gescheites. Zeige ich euch einfach mal, wie ich die Challenge abschließe. Ich weiß, es ist jetzt zum Ende, aber am Anfang hat es, glaube ich, 850, 900.000 gekostet. Jetzt gehen wir hier mit 400.000 raus. Wie gesagt, 200.000 halt noch untauschbar. Im Endeffekt 600k. Ist schon eine Menge, aber wie gesagt, wir gehen jetzt einfach mal rein. Belkin fangen wir einfach mal an. Das hat hier, ich habe hier aufgeschrieben, was ja die Challenge gekostet hat. Die Challenge hat hier 38.000 gekostet. Ist schon sehr, sehr viel. Gehen wir einfach mal durch. Ich zeige euch einfach kurz die Preise. Ja, die haben nicht so viel gekostet. Ja, das war eine recht günstige Challenge. Senden wir das erste Ding ab. Megapack kriegen wir dafür. Also zahlen 3k mehr, wie ein Megapack kosten würde. Das ist eigentlich okay. Kann man mit leben. Wie gesagt, die Packs, wenn wir am Ende wieder natürlich zusammen aufmachen, dann rechnen wir natürlich jedes Pack aus, wie viel wir Gewinn machen oder natürlich wie viel Verlust wir im Endeffekt machen. Und jetzt gehen wir hier zu dem Premier League 84er Team Challenge. Wollen sie hier mit zwei Informs? Das war nicht ganz so günstig. Das hat hier 80.000 gekostet. Ihr seht hier auch. Einen Sigurdsson musste ich umformen als MS, weil er natürlich ZOM normalerweise ist. Gehen wir einfach auch hier die Preise durch, auch die waren nicht so teuer. Natürlich hatte ich einen Spieler hier untauschbar, habe ich seinen Preis mitberechnet, was er kostet oder wenn ich ihn als Erstbesitzer hätte, wenn ich ihn verkaufen kann. Ja, ihr seht hier, man denkt gar nicht, wenn man das Team hier sieht, dass es 80.000 kostet, aber ist natürlich sehr, sehr teuer. Senden wir das auf jeden Fall ab, aber 2 Informs, 1,286er, kostet auch ein bisschen was. So, senden wir das ab. Dritte Challenge ist Chelsea. Auch hier, die war wieder recht günstig, muss man sagen. 28.000, aber wir kommen natürlich noch zu den Challenges, die sehr, sehr teuer sind. Ja. 1, 3, 4, 8. Da waren auch ein paar teurer, als ich gedacht hätte. Gerade er hier, 82er Rating, 3k, sehr, sehr teuer. Aber ja, Chelsea war auch noch okay. Gerade hier die drei Stürmer vorne, sehr, sehr günstig. Pedro 900, er hier 900 und Morata nicht mal 2000. Also das war sehr, sehr günstig vorne. Mittelfeld und Verteidigung dafür natürlich ein bisschen teurer. Aber das geht auch klar, senden wir das ab. Es ist, glaube ich, sogar ein 50k-Pack, oder? Seltenes Spielerpack. Und das kriegt ihr für 25, 30k ungefähr. Das geht auf jeden Fall klar. Ist auf jeden Fall in Ordnung, das Paket. Hier die Challenge, sehr, sehr teuer. Hier haben wir bezahlt 140.000. Da. Ja. Alleinunterhalter, dass ihr seht auch hier, ja, ein Toni Kroos drin, allein der kostet natürlich schon 50.000, Buffon 32.000 ungefähr, ihr seht hier, haben wir wieder einiges bezahlt, aber hier auch ein Vasquez für 1.000er drin, Kroos für 54.000, ja, ist so natürlich die günstigste Möglichkeit, den aktuell so abzuschließen. Ob sich lohnt, werden wir am Ende sehen, das müsste, ich weiß nicht, ob das ein 100k-Pack ist, werdet ihr am Ende auf jeden Fall sehen. Das war kein 100k-Pack, aber das war so teuer, dass es ein 100k-Set sein müsste eigentlich. So schließen wir jetzt hier die 7 Tore-Challenge ab. Hier musste ich kurz den Matic reinholen. Ihr seht auch hier, geben wir die zwei untauschbaren Karten ab. Hier ein roter Pickford brauche ich niemals oder einen blauen Kompany. Spart mir natürlich da einiges an Münzen, dadurch, dass ich die untauschbar habe, aber ich werde die natürlich niemals brauchen. Die Challenge hat um die 75.000 gekostet. Nicht so günstig, aber auch nicht so teuer. Das geht noch klar. Senden wir einfach ab. Ja, und dann sind wir hier auch durch. Seltenes Spielerpack gibt es hier. Ist auf jeden Fall auch gut. So, kommen wir jetzt nun zu Torjäger. Das war auch sehr, sehr teuer. Es hat mich um die 200.000 gekostet. Ja, ist natürlich auch sehr, sehr viel Geld. Ihr seht auch viele Informs hatte ich einfach irgendwann mal eingekauft, die wir für 10, 11k geholt haben. Dadurch haben wir natürlich nochmal was gespart. Oder den einen hier gezogen. Ja, die anderen sehr, sehr teuer. Senden wir auch das ab, wie gesagt, 200.000 für das bisschen günstig bekommen, muss man echt sagen. Also auch die Informs hatte ich wieder alle im Verein, muss man sagen. Sonst hätte man hier wieder über 50.000 bezahlt. Ihr seht hier 10.000, 10.000 und auch für den letzten haben wir 10.000 bezahlt. Also sehr, sehr günstig und dadurch
schließen wir das ab und haben einen Eden Hazard Player of the Month im Verein. Wie FIFA 17, Freunde, hatten wir den ja auch gemacht und da hat er schon so unfassbar rasiert. Deswegen, ich muss den einfach wieder machen, auch wenn er natürlich jetzt 400k kostet, ist natürlich sehr, sehr viel. Aber ja, der sollte sein Geld wert sein. Seine Werte sehen sehr, sehr stabil aus. Und den wird man ja gefühlt das ganze Jahr spielen. Das ist ja... Jetzt kommt er da reinstolziert. Belgien, LF, Eden. Natürlich wird er irgendwann wahrscheinlich auch einen Tots bekommen, so eine krasse Saison, wie der spielt. Ja. Aber sein Leihspieler war schon unfassbar geil. Deswegen, den werden wir auf jeden Fall, ja, in den Verein packen. Und da wird Willian aus dem Verein fliegen, also besser gesagt aus, ja, aus der ersten Elf. Ja, Werte unfassbar geil. Alles im grünen Bereich. Bis auf Tattoo-Defensive und Physis, was für ein Zehner uninteressant ist. Das packen wir alles in den Verein. Dann fangen wir einfach mal mit dem ersten Set an. Wie gesagt, wenn wir wenigstens so 100 Cards rausbekommen würden, wäre ich schon sehr, sehr zufrieden. Wir bekommen ein Info im ersten Pack. Sehr, sehr gut. Das ist schon mal ein RM. Oh, ich dachte Shaqiri, aber der hat gar keinen Info. Das ist aber schon mal ein guter Start. Das ist schon mal ein sehr, sehr guter Start. Ein Minimum 10k, eher mehr. Das ist schon mal sehr, sehr stabil. Die bringen halt jetzt alle was. 10k ungefähr, ja. Das Pack ist so also um die 20.000 wert. Vielleicht sogar ein bisschen mehr. Aber rechnen wir mal mit 20.000 ungefähr. Das ist schon gut. Die zwei normale Megasets und dann das seltene Megaset, das ein 55k Pack ist. Schauen wir mal, ob wir jetzt hier was Krasses bekommen. Ja, gib mir wieder was Schönes. Ja, wieder ein Schnitz ist schon mal sehr, sehr gut. Frankreich, ein Z. Boah, Digga. Aber wäre ja was, ja, geiles gewesen, wenn es natürlich nur ein Walkout wäre. Da kann es natürlich nur ein Pogba oder ein Kanté sein, aber so. Aber man denkt natürlich, wenn man Frankreich sieht, dass es natürlich was wert ist. Aber es ist nicht so gut, ne? Also 15.000 haben wir durch dieses Pack gemacht, das ist ja nicht so gut. Nächste Mega-Pack, jetzt gib mir die Ikone, EA, bitte gönnt einmal, bitte jetzt Walkout anzeigen. Ach mein Gott, leider nicht. Ja, okay. Na, das war wohl nix. Ist nicht gedacht. Also, ja, kriegen wir für 4.000 safe weg. Also das PSG-Trikot, Freunde, ist einfach mal 4.000 wert. Das werden wir natürlich verkaufen. Dann machen wir mit dem Pack so um die 20.000. Das ist natürlich auch wieder okay. Puh, gib mir was jetzt Gescheites, ey. Seltene Mega-Pack. Bitte jetzt was Gutes. Aber wir haben noch zu drei bessere Packs wie das hier. Komm. Boah, puh. Ja, die Spieler nehmen wir mal mit. Das ist wieder so ein 15k Pack, aber also dass wir 15.000 aus dem Pack holen, das ist natürlich nicht das, was wir brauchen, um mal annähernd irgendwie was rauszuholen. Aber jetzt, wir kriegen noch 250k Packs und ein 100k Pack. Wir gehen zum nächsten Paket. So, Freunde, jetzt haben wir noch 250k Packs. Wir wollen natürlich hier, dass hier was Gescheites rausspringt. Komm, bitte, einmal was Gutes. Yes, Walkout, yes, jetzt bin ich von da. Komm, gib mir was Gutes. Bitte, gönnt mir was Gutes. Mané! Yes, Mann! Yes, Mann! Das ist so ein Spieler, den ich brauche, Freunde! Das ist so ein Spieler, den ich brauche! Ahoi! Ahoi! Der Platin-Boss ist da! Huhu! 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 So, Freunde! Da bin ich jetzt natürlich, jetzt bin ich schon wieder hellwach, Freunde, war kurz am Einschlafen, aber jetzt gehen wir natürlich wieder voll steil. So ein Spieler, der ist natürlich, glaube ich, um die 100.000 wert, ne? Alter, was ein Pack. In Form, das Safe ist safe über 100.000 wert. 10k. Und der hier. Wie bitte? Der ist nicht mal 100.000 mehr wert. Schmutzpack. Nee, Spaß, Freunde. Aber warum ist der nichts mehr wert? 80, nicht mal 80.000. Verein haben wir 100k aus dem Pack. Das ist auf jeden Fall ein vernünftiges Pack gewesen. 100.000 ist schmackhaft. Gehen wir zum nächsten Pack, Freunde. Seltene Spieler-Pack, Freunde. 50k Pack. Also, das machen wir natürlich jetzt auf. Komm, zeig nochmal was Schönes. Okay. Inform, jawohl. USA, egal, bringt schon mal 10k. Ist schon mal sehr, sehr okay. Okay. Steffen, ja. Das hat jetzt ja. Ja.
hätte man ja alle fast für 1.000er los bestimmt. Also Shaqiri und den nehmen wir mal mit und den Rest werde ich mal abstoßen. Ja Freunde, mit diesem Pack waren wir ungefähr um die 20.000. Mané war schon okay, aber man kann natürlich dann auch aufbauen. Ne? Die wollen natürlich hier nochmal meinen Paddel sehen, die Zuschauerfreunde. Ja, deswegen gebt ihr bitte was Gescheites. Komm, 100k Pack, bitte EA. Zeig mir jetzt einen Walkout. Yes, Walkout, yes, Mann. Komm, bitte jetzt nochmal was Gutes. Bitte. Spanier. Yes, Mann. Yes. 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 Huh. Hazard umsonst, Freunde. Umsonst einfach. Oh, ich dachte erst Aspilicueta oder Piqué. Also ich dachte nicht, dass wir den schon wieder ziehen. War der billigste. 280 kriegen wir den sofort weg. Mal den direkt rein. So. 282. Wir müssen natürlich jeden Coin mitnehmen. Ramos. Ja, viele denken wahrscheinlich jetzt, ich habe das einfach nochmal reingeschnitten, wo ich dem letzten schon mal Ramos gezogen habe. Aber ihr habt es live gesehen, Freunde. Ja. Gustavo leider nichts mehr. Aber 300.000 haben wir hier rausgeholt. Ich bin mehr als zufrieden, Freunde. Das ist ja ein Mané war schon überragend und dann natürlich ein Sergio Ramos. Ja, da muss man natürlich, glaube ich, nicht mehr viel sagen, außer dass wir da jetzt Hazard umsonst bekommen haben. Was ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Ich rechne natürlich jetzt gleich aus, Freunde, was wir bezahlt haben und dann seht ihr, wie viel wir im Endeffekt Verlust oder Gewinn gemacht haben. Ja, Freunde, viele fragen sich jetzt, was haben wir für den Eden Hazard bezahlt. Ich habe insgesamt 400k bezahlt und hat halt 200k umtauschbar. Wenn man das jetzt im Endeffekt ausrechnet, dass es 600.000 gekostet hätte, hätte ich 130.000 noch draufgelegt. Ich habe im Endeffekt 470.000 aus den Packs rausbekommen, was echt super ist. So gesehen, wenn man die untauschbaren Spieler, die ich eh nicht verkaufen kann, abziehen, hätte ich sogar 70k so gesehen Gewinn gemacht. Also ich bin sehr zufrieden. Ja, so billig hätten wir nicht mal den normalen Hazard kaufen können. Überragend, ja. Der sieht natürlich sehr, sehr sexy aus. Und dann, ja, Freunde, dann hoffe ich, hat euch das Video gefallen. Dann gebt mir sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben. Schreibt was in die Kommentare. Ciao, ciao, bis die Tage, meine Freunde.